Ihr habt mir gefehlt. Ja, das war auch der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung jetzt hier. Aber es ist schön, schön wieder Menschen zu sehen. Ich bin vor Autos aufgetreten, Tiefkühltruhen, Mutanten. Jetzt ist schön, dass auch mal wieder Menschen hier sind. Ich habe mich so gefreut, dass ich gesagt habe, wenn Olaf fragt, kommst du nach Leipzig, fahre ich nach Leipzig. Und auf dem Weg frage ich immer, worum es geht. Und das war diesmal Olafs Club. Und da habe ich natürlich auch überlegt, was habe ich für Material? Das waren ja jetzt keine Zeiten. Also dadurch, dass man 3 Monate Zwangsurlaub sagt, da fällt einem auch nichts ein. Also ich habe jetzt auch überlegt, was bringe ich Ihnen mit? Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal so Material, das nicht ganz so gut ist. Und Material, das wirklich gut ist. Also das kann man ja kombinieren, wenn man Zeit hat. Die muss man sich nehmen. Oder dem Fernsehen halt wegnehmen. Und da habe ich 2 sehr schöne Sachen gefunden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Leipzig ist eine meiner Lieblingsstädte, neben Dresden, wie ich zugeben muss. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist ja so. Ist ja kein... Ich mag es wirklich gern. Und ich mag die Hotels. Was mir wirklich passiert ist, ein klassisches Stand-up-Element, der Kracher. Ich war im Hotel, also nicht in dem wir jetzt sind. Wir sind jetzt in so einem Hotel hier um die Ecke. Vorher waren wir in einem richtig guten. Und ich weiß nicht, was das ist. Das ist halt so. Und da war, ich finde Schuhputzautomaten geil, die auf den Etagen stehen. Diese teuren Schuhputzautomaten, die kann man nirgendwo kaufen, die Dinger. Die mit diesen 3 Schwobbel-Wobbel-Rollen, die so... Ich will die immer klauen, aber das Kabel ist unter Putz verlegt. Das heißt, wenn du jetzt da anfängst zu ziehen, geht das vielleicht über den gesamten Flur. Und deswegen machst du es nicht. Ich putze mir jedes Mal die Schuhe, auch wenn ich Sneaker anhab oder so, die kommen da drunter. Ich finde das so geil. Und dann habe ich mir die Schuhe geputzt und gucke auf den Automaten runter hier in Leipzig. Und auf dem Automaten ist ein Aufkleber. Bitte nur zum Schuheputzen benutzen. Wieso provoziert man mich so im Hotel? Wieso zwingen die Leute mich? Für Twitter mich in Unterwäsche in den Flur zu legen, mit einer Tube Zahnpasta, Bildunterschrift, zu spät gelesen. Warum? Es hätte so einfach sein können. Und ich freue mich, wenn ich hier bin. Aber, schon gut. Wow, ist die Schrift riesig. Warte mal eben. Fehlt die Routine. Zack, kikriki. Ich habe, mein Freund Maxi Kstettenbauer ist auch hier, der kommt auch noch. Und wir haben gerade draußen gesessen und gesprochen darüber, wie wir Material entwickeln. Dass man manchmal eine Idee hat, von der man meint, sie wäre gut. Und dann stellt man im Verlauf der Entwicklung dieser Idee fest, nö. Ich bin jemand im Gegensatz zu Maxi, der diese Ideen dann trotzdem ausarbeitet, auch wenn sie beschissen sind. Ich wollte so ein kurzes Beispiel, den lese ich eigentlich für Maxi vor, aber sie sind mit dabei, warum nicht, ist im Geld mit drin. Folgendes. Käse. Ich dachte, wie viele von Ihnen auch sehr lange, der auf Käsepackungen zu lesende Satz, 48% Fett in Trö bedeutet 48% Fett in Trance. Also dass folglich 52% des Fettes im Käse voll am Geschehen teilnehmen, also mega auf Draht sind. Sehr ausgeschlafenes Fett, Siegerfett sozusagen. Und 48% eben in Trance, also absolut nicht ansprechbar, passiv, planlos weggetreten. Fett, mit dem man nichts reißen kann. Fett in Trance eben. Fett, das mental abwesend und völlig in sich versunken und auf eine Scheibe Brot gelegt wird und nicht die geringste Notiz davon nimmt, während der Wacheteilkäse natürlich kreischt, überback mich, holla die Boller, ich möchte Blasen werfen, Amigo. Es bedeutet halt in Trockenmasse, meine Version gefällt mir längst besser. Das ist eine klassische Idee davon, was scheiße ist, jetzt kommt ein wirklich guter Text. Vielleicht kennen Sie ihn schon, wenn Sie ein Verfolger meines Handwerks sind. Draußen scheint parallele Veranstaltung stattzufinden, haben Sie gesagt. Okay. So lustig aufzutreten. Willkommen zu meiner Solo-Show. Ich glaube, ich ziehe heute durch. Nein, mache ich nicht. Es wird nämlich stickig, offen gestanden. Hier Urlaubsgeschichte für Sie, stellvertretend dafür, dass Sie vielleicht nicht weg können oder auch, was ich verstehen könnte, wollen. Ich war im Urlaub in Spanien. Ich hatte All-Inclusive buchen müssen. All-Inclusive bedeutet, du wohnst eine Zeit lang in einem mediterranen Mastbetrieb mit Poolhaltung. Aber ich habe errechnet, dass ich, um nicht Minus zu machen, täglich für 340 Euro Lebensmittel zu mir nehmen muss. Schaffe ich. Erster Tag, 15 Uhr. Ich komme an und checke im Hotel ein. Der Rezeptionist begrüßt mich und befestigt dann ein goldfarbenes Bändchen an meinem Handgelenk. Das legendäre
All-Inclusive-Band. Das ist wirklich passiert. Das ist so bei All-Inclusive-Hotels. Ich war da vorher auch nicht. Kriegst du so ein Band um die Hand verpunzt und dann frisst du halt, bis der Arzt kommt. Da die früher immer locker waren, haben, ich will jetzt nicht sagen die Engländer, aber die Engländer haben sich das dann abgeschnitten und ihre anderen Kollegen verliehen. Und dann hattest du morgens um 8 schon krebsrot verbrannte, randalierende Briten im Hotel und 8 Leute haben auf ein so ein Bändchen gefrühstückt. Deswegen wird das so festgemacht, ist jetzt auch egal. Weiter. Ich das Band drum, der Mann vom Hotel schärft mir ein, dass ich dieses Band auf keinen Fall verlieren dürfe. Ich sag ja sicher. 17 Uhr, möchte vorm Abendessen noch ein wenig am Strand spazieren gehen. Ich fühle mich eins mit der Natur, endlich die Seele baumeln lassen. Ich gehe knöcheltief ins Meer und spüre tiefen Frieden. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ich gehe bis zur Wade ins Wasser. Die Gischt umtost mich. Ja, rufe ich beseelt. Mensch, du schaumgewordene Kreatur des Planeten. Dann erfasst mich eine etwa 3 Meter hohe Welle. Sie hat ungefähr 4000 PS und rotzt mich mit Achterbahngeschwindigkeit an den Strand zurück, wo ich vor einem Liegestuhl zum Stillstand komme. Unterwegs enthaart mir die Welle die Beine, flext mir die Brustwarzen weg und spült mir mit 12 Bar die Nebenhöhlen durch. Der Mensch, wird mir klar, ist nur eine Fußnote im unbarmherzigen Streben der Natur. Als nächstes merke ich, das All-Inclusive-Band ist weg. Und mein Zimmerschlüssel. Und mein Portemonnaie. Und meine Badehose. Humple zurück zum Hotel. Als ich die Lobby betrete, erstarren die Menschen. Ein Kind beginnt zu weinen. Verständlich, da baumelt was und es ist nicht die Seele. Inzwischen hat das Rezeptionspersonal gewechselt. Holla, sage ich zur Dame hinterm Tresen. Sie werden es nicht glauben, beginne ich und schildere die Umstände und Tatsache, sie glaubt mir nicht. Das ist jetzt kein Trick, rufe ich denn durch das Weinen des Kindes hindurch. Bitte öffnen Sie mir mein Zimmer, dann klärt sich das. Die Dame erklärt mir, dass man meinen Pass nicht kopiert habe, als ich angekommen bin und nun warten müsse, bis der bekannte Rezeptionist zwecks Identifikation zur Arbeit erscheine. Ich wollte das unbedingt sagen, ich habe extra so einen kleinen Strich gemacht, damit ich... Weiter. Ich fange von vorne an. Ich war in Leipzig im Hotel, Schuhputzautomat. Nein, ich mache jetzt weiter. Nochmal. Man erklärt mir, dass man meinen Pass bei Anreise nicht kopiert habe und ich nun warten müsse, bis der mir bekannte Rezeptionist zwecks Identifikation zur Arbeit erscheine. Da könnte ja sonst jeder kommen. Und überhaupt wäre das hier kein FKK-Hotel. Ich bekomme einen Tobsuchtsanfall und werde des Hotels verwiesen. Mitternacht. Ich habe mich zurückgeschlichen und durchstreife nun das Hotel. Mir knurrt der Magen. So fühlt es sich also an, ohne persönliche Habe in der Fremde zu stranden. Ich finde einen Verschlag mit Putzmitteln und rolle mich dort traurig zusammen. Sie ziehen wirklich mit heute, oder? Sie... Oh! Ich blätter gleich um, dann machen Sie so, nächste Seite, okay, das wird spitze. Ich gebe Ihnen ein Zeichen. Nein, gebe ich Ihnen nicht. Weiter. Die Älteren werden sich erinnern, ich rolle mich in einem Verschlag zusammen. Ist auch egal. Werde morgens vom Kreischen des Zimmermädchens geweckt. Verlasse das Hotel. Vormittags. Liege nackt am Strand. Habe Hunger. Muss irgendwie an Geld kommen. An der Promenade stehen so Aktionskünstler, die wie Statuen posieren und für Fotos Geld nehmen. Gehe zu einem dieser Typen, der als Pirat verkleidet regungslos dasteht. Unter seinen Füßen liegt ein Schild. Jack Sparrow. Ich leihe mir einen Filzstift, reibe mich ein bisschen mit Sand ein und suche mir ein Stück Pappe. Auf meinem Schild steht Pillemann Jones. Nachmittag. Habe 8 Euro verdient, vor allem mit Japanern. Möchte mir Bananen kaufen, komme aber nackt nicht in den Supermarkt. Spreche vor der Tür einen britischen jungen Mann an und sage, ich habe hier 8 Euro, kannst du mir einen Gefallen tun? Mache dabei bananenförmige Handbewegung. Faustkampf. Kehre nachts erneut ins Hotel zurück und suche die Gänge nach Essbarem ab. Ich stelle dabei irritiert, aber auch geschmeichelt fest, dass ich zu einer Art düsterer Legende geworden bin. Als ich an einer Tür lausche, höre ich eine Mutter zu ihrem Kind sagen, wenn du jetzt nicht schläfst, kommt der hungrige Penismann. Ich bin... Ja.
Ich brülle durch die Tür. Ja, genau. Ab da läuft es besser. Die Menschen legen nachts Obst vor die Tür, um mich zu besänftigen. Die Kinder fertigen Zeichnungen von dreibeinigen Strichmännchen. Ich bin das Phantom der Oper, nur ohne Hose. Ich kenne jeden Winkel. Tagsüber ruhe ich mich am Strand aus oder performe als Pillman Jones. Nachts spuke ich durchs Hotel. Verwischte Videoclips kursieren, wie ich nachts durch die Flure schwabbel. Ich bin Schutzpatron und Bullemann. Und erste Verse kommen auf. Was ist feist und äumelt durch die Gänge? Der Hungergeist mit dem Gehänge. Ich bin zum Mythos geworden. Dann ist der Rezeptionist wieder da. Wegen, Sie wissen schon, oder? Identifikation. Ist aber ohnehin Abreisetag. Ich erhalte meinen Zimmerschlüssel und checke aus. Mit einem Koffer voller sauberer Wäsche, nahtlos braun und 4 Kilo leichter. Unterm Strich guter Urlaub. Man darf halt nicht immer mit so großen Erwartungen dran gehen. Und auch wenn Sie jetzt natürlich sagen werden, was war das denn jetzt für eine unglaubwürdige Kacke? In Spanien kennt diese Legende jedes Kind.